Willkommen zurück zu meiner neuen Session Arcanum. Mal schauen, wir sind da in den Elven Burial Grounds, nachdem das letzte Mal wir etwas unglücklicherweise auf dunkle Elfen getroffen sind. Wow, jetzt haben wir gleich angegriffen. Ich glaube, das wird dort nicht so schwer. Einfach deshalb, weil das sollte man, glaube ich, viel früher machen. Und damit halten die Dinger da wahrscheinlich, glaube ich, nicht allzu viel aus. Gehen wir links oder rechts? Gehen wir in die Richtung. Und weiter. Schauen wir mal, das sollten wir ja wohl in einem Zug schaffen, also in einer Aufnahme schaffen. Das sind jetzt relativ viele. Aber lauter Level 3. Ach ja, das werden wir schon. Oh, das schaut gut aus. Stone. Mummy. Zombie. Was kann die Mumie? Level 6. Ah ja, rein mit uns. Schauen wir mal, ob sie näher kommen. Wir wollen möglichst viele mit unserem Feuerball treffen. Das heißt, es sollten möglichst alle auf einmal rauskommen, auf einmal zu uns kommen. Ausgezeichnet, die halten echt nicht viel aus. Schieß mal auf dich. Nochmal. Okay. Na dann. Schauen wir mal. There is no room for that item. Na gut. Das heißt, wir müssen Platz schaffen. Mal das. Schlichten wir mal. Mal, ob es jetzt geht. Oh yeah. Ein ganz ein kleines Stückerl. Zucker, ich glaube, das musst du nehmen. Ist jetzt light encumbered. Ich finde das super. Der ist wie ein Kamel. Dem kann man, glaube ich, alles geben. Hey! Ein unidentified. Ein unidentified sword. Das klingt ja schön. Da unten ist auch noch was. Ah, da ist noch eine Kiste. Nicht schlecht. Das ist leer? Echt jetzt? Arg. Okay, das war jetzt wirklich flott. Ich habe nur keine Ahnung, wo ich dieses Elfending hin tun soll. Hinbringen soll. So, auf jeden Fall irgendwo in Tarant. In
Gegnern hat man diesen Auftrag gegeben. Was gibt's da noch? Gibt's da auch noch irgendwas Interessantes? Huch. Ah, nicht mehr allzu viel. Was heißt locked? Ach Gott, achso, na warte mal, da sind die Lockpicks, gell? Ja, dann macht das doch glatt. Lockpicking failed. Na super. Ach, gib 5 drauf. So wichtig kann das nicht sein. Bevor ich da jetzt meine Waffen hinmache oder meine Hände, indem ich drauf haue, ist mir das auch schon wurscht. Wir haben mehr als genug gekriegt hier. Und ich glaube, das Beste war eh da oben. Und wir haben diesen riesigen Grabstein mitgenommen. Wir sind viel besser als der Archäologe, der dort oben gekillt wurde. Wir nehmen das Zeug nicht mit. Während der doofe Archäologe es ausgebuddelt hat. Okay, auf nach Tarant. Hopp hopp, Freunde, hopp hopp. Es war irgendeine von den Adeligen dort. In der Stadt. Also in der ersten Straße oder so irgendwo. Außerdem müssen wir zur Wahrsagerin oder keine Ahnung wie heißt, die sich die Sachen anschaut und einmal alles identifizieren lassen und Zeug reparieren lassen. Und wenn wir dann noch Geld haben, können wir noch neues Zeug kaufen. Schauen wir mal, irgendwo da in der Nähe muss das gewesen sein, dass uns die ange... Genau, das war glaube ich die erste, die uns da angesprochen hat, die gleich bei der Bahnstation war, die dann gemeint hat, wir sollen ihr folgen nach Hause. Die hat uns das erzählt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich damals den Auftrag angenommen habe. Hm. Ist es ethisch vertretbar? Wieso ist der suspicious eigentlich? Was habe ich dem getan? Ich bin wohl lieb. Hallo? Könnt ihr so bitte nicht herumzicken? Programm? Ich meine, das kann es ja wohl nicht sein. Wieso geht das so langsam? Das ist ein uralt Programm. Ich meine, mein Computer ist jetzt nicht unbedingt der neueste, aber... Vielleicht finden wir das aber in unseren Aufzeichnungen. Aufträge. Okay. Die Renard-Zwillinge. Accepted, Mrs. Cassandra Pettibone wants you to steal the Elven Funerary Stone from the newly unearthed Elven Catacombs. Okay. Also die Miss Pettibone. Schauen wir mal, wo wir die Pettibone Dings finden. Pettibone, na bitte. Haben wir schon. Musste ich doch irgendwo hier. Das Zeug will ich loswerden, das ist nämlich schwer.
please tell me, did you retrieve it? Yes, I did. Here it is. Show it to her. Ooh, I'm so excited. Please let me have it. We agreed on a fee of 250 coins, I believe. I don't know, I think Mrs. Widowsby might want to buy it. Haha, das wäre cool. Nein, wir sind wohl freundlich. Wir tun sowas nicht. Wir sind die Lieben. Ich meine, wir sind die lieben Grabräuber, nicht die bösen Grabräuber, die gegenseitigen Käufer untereinander ausstechen. Of course, here you are. Pleasure doing business, madam. Good day. Für das, dass man den riesen Stein transportieren hat müssen. Yay. Geschafft. So, zum Wildkern müssen wir für die Hauptquest nachher noch. Aber bevor wir das machen, wie schon gesagt, müssen wir eine Einkaufstour durch Tarant machen. Außerdem werden wir beim, wie heißt er, beim Mr. Noted, Professor Dies Tragically. Ist das der von der Elfenruine? Let me see your newspaper. I can help you for 2 coins. Naja, okay, gib her. Ist das die Geschichte von dem Noted Professor Dies Tragically? Untested Views led to terrible end. Nein, doch nicht. Oder kaum. Laments the passing of Professor Jules Worthington, originator of the magical firearm. At the Professor Worthington's most recent trial of his weapon in Kensington's squadron, there was an unfortunate and rather frightening turn of events. According to Margus Pride, Professor Worthington, mentor in all things magical, the magical and technological forces negated each other and allowed the extraordinary event to occur, exclaimed engineer Herbie Blumber. I told him it wouldn't work. Damned magickers, my pipes got more sense. According to onlookers, Professor Worthington Stern was heard murmuring about hexagrams, bat's blood, and inversion ratios just as he fired the weapon. Now that his records have been thrown open to scrutiny, we can ascertain that he intended to have his demon invert itself, thus acquiring technological affinity. The demon, bored with long months of servitude and not desiring inversion, instead murdered the professor with a sharp pencil found nearby, said the demon. A magical gun would want the damned thing anyway, before disappearing in a cloud of smoke. Although questioned thoroughly, the smoothbore musket declined to comment. Das ist so dumm. Na gut, besonders viel Information ist es allerdings nicht. Und weg mit der Zeitung. Die brauchen wir echt nicht mehr. So, dann haben wir gesagt, wir müssen schauen wir mal, ob wir bis dorthin kommen gleich. Das wird wieder eine blöde lange Herumrennerei. Vielleicht sollte ich da jetzt abbrechen, die Herumrennerei alleine machen und euch erst wieder zuzählen, wenn wir wenn wir aus der Stadt wieder rausgehen. Wäre möglicherweise sinnvoller. Nö. Oder wenn wir zum wie heißt der? Zum Mr. Bates gehen. Ich hoffe, wir haben genügend Geld für die Tante.
Ja, haben sicher genügend Geld. Wir haben 3400. Vielleicht kauft sie uns sogar einen Teil von dem Zeug ab, was wir gefunden haben. Schauen wir mal, ich hoffe, es sind nicht zu viele. Ah, wir haben in der Nacht und die Orks rennen schon wieder rum im Hafen. Haben die nichts Besseres zu tun, diese dummen Orks? Als irgendwelche unschuldigen Bürger zu attackieren. Ich frage mich gerade, ob es einen schnelleren Weg zu der Dame gibt. Wahrscheinlich ja nicht. So, da ist sie ja, die Wise Woman. Gut, dann werden wir jetzt zuerst einmal die Inventories anschauen. Maze of the Damned und Venomous Robes. Na super. Okay. Axe of Strength. Magic Chainmail. Charmed Helmet. Und Ohrenboots. Na super. Das ist unidentified. Das ist unidentified. Himmel. Sword, unidentified sword. Gut. Okay, hast du auch irgendwas in der Hand, was unidentified ist? Ein Kite Shield, ein Smoking. Du hast eine Smoking Jacket an? Echt jetzt? Chuka? Ach weh. Das ist. Wahrscheinlich besser. Okay, und zwar mal den Schild, der schaut cool aus. Chill Shield, na sowas. Damage Reduction, na, warte mal. ER, FR, Fire Reduction, irgendwas. Oh. Strength, Dex und Willpower minus 3. Uff. Das ist ein Käseschild. Eine Mystic Maze. Na, immerhin. Das scheint ja etwas besser zu sein. Was ist das? Ein Mystic Great Sword. No sehr was. Und ein Elven Hunter's Bow. Magic plus 10 to hit. Naja, besonders großartig ist das nicht. Noch andere Sachen zum Identifizieren. Schaut nicht so aus. So, dann. Ah doch, da ist noch dieses Schwert, verdammt. Trage mal das. So. Noch einmal gute Frau. Und zwar haben wir hier das da. Ein Lingering Sword. Na super, das ist auch was Verfluchtes. Könntet ihr auch irgendwas Gescheites haben? Speed minus 6. Und das ist eine Dread Armor. Das schaut ja cool aus. Das ist praktisch unkaputtbar. Hat wie viel? 10.000? Bist du irre? 10, 19. Na servus. Zeig mal hier, was ist denn nur da? AC-11. Jo. So, diese Red Barbarian Cloves, wenn wir jetzt mal dem Joker geben, die er nicht anzieht, na super.
Wenn ich das da ausziehe und das da anziehe, geht das nicht. Verdammt. Joker ist zu groß dazu. Mist. So, das willst du nicht tragen, du Irrer. Ganz kurz. Was kannst du? Gar nichts. Du bist auch verflucht. Ich glaube, das wird uns wohl kaum jemand abkaufen, diese verfluchten Sachen. Hey, da habe ich noch eine andere Identified Armor. Das wollen wir auch noch schnell schauen. Mist. Oh, eine Deceased Leather Armor. Poison Reduction minus 100% Poison and FT Dot. Na super. Findet man auch. Man findet mehr verfluchtes Zeug als. Schauen wir mal. Ich glaube mal, das wird sie nicht kaufen. Was mit denen da eigentlich? Die Sachen kauft sie auch nicht. Gibt es überhaupt irgendwas, was du kaufst? Oh, den Diamanten. Einen von den Rubinen werden wir brauchen. Wird man vielleicht, wenn wir wahrscheinlich auch einen oder zwei brauchen. Goldringe wahrscheinlich auch einen. Für einen Tempel haben wir gesagt. Gut, das heißt, in einen Goldring heben wir uns auf. Oh, 270 Goldstücke zahlt sie dafür. Ein Mystical Chakram. Naja. Was mache ich mit dem? Das ist eine Throne Weapon. Keiner von mir kann Throne Weapons verwenden. Ein Fancy Ring. Den kauft sie nicht? Warum nicht? Okay. Warum bist du jetzt weggegangen? So, schauen wir mal. Diese Dinger da wird sie wahrscheinlich nicht kaufen. Wir können es mal nehmen. Eine Mystic Maze. Das Broadsword nimmt sie sicher nicht. Schon mal gar. Ist die besser als das, was du jetzt hast? Offensichtlich. Charm Maze 1 bis 5 und die Mystic Maze 1 bis 9 plus 12. Puh, ist wirklich um einiges besser. Schauen wir mal, ob sie das kauft, aber das glaube ich nicht. Die Pistole wird sie wohl kaum kaufen. Junge Frau. Wie schaut's aus? Kaufst du das? Nö. Kaufst du das? Nö. Kaufst du das? Nö. Das? Nein. 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 Ach, verdammt. Dann gehen wir mal zurück. Und zwar zu dem Händler am Fluss. Der kauft so ziemlich alles. Der zahlt zwar weniger, aber dafür kauft er, wie schon gesagt, praktisch alles. So. Hoppi hoppi. Und da sie sowieso nichts Gescheites hat, was wir kaufen wollen. Quer durchs Wasser. Blub, 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 blub. Das nehme ich die Orks nicht. Die umgehen wir mal. Hey, wer ist das?
Who is it that wants me? May I ask you a question? What can I do for you, sir? Okay. I know little of the dwarven people. You have my gratitude, sir. Goodbye. Okay. Warum steht er da mitten im Nichts? Frage ich mich. So, dieser Händler kauft praktisch alles. Das heißt, wir gehen jetzt einmal dorthin. Gar ist blau geworden durch die neue Rüstung. Oh, nicht schlecht. Ich frage mich gerade, ob der auch mitten in der Nacht Handel treibt. Und ich frage mich auch, ob er die verfluchten Sachen kauft. Okay, er treibt auch mitten in der Nacht Handel. Hm, 40 für das verfluchte Schwert. 311 für die verfluchte. Und 170 für das verfluchte. Na, schau dir was an. Das ganze verfluchte Zeug werden wir ja doch noch los. So, wie viel zahlt er dafür? 34. Seht ihr, das kriegt man da drunten billig, also besser an. Also wenn man es woanders verkaufen kann, dann sollte man es tatsächlich woanders verkaufen, weil der zahlt einfach weniger. Und tschüss. Das ist nicht wirklich so. Geode. Ich glaube, eine von den Geoden brauchen wir auch noch. Diese Lavafelsen habe ich 4 Stück und ich brauche sie für nichts, glaube ich. Und man kann sie nicht einmal hier verkaufen. Okay, jetzt haben wir mal einen Teil verkauft. Verkaufen auf jeden Fall auch. Egal was es bringt. Es bringt minus 3 auf Stärke, Dex und Willenskraft. Das ist ja wohl nicht wirklich sein Ernst. So, das ist noch gut. Diese Sachen gehörten repariert. Aber ich glaube, das mache ich erst, nachdem ich alles verkauft. Achso, warte mal. Das wollte ich hier auch noch schauen. Was macht der Schaden? Was macht diese Axt Schaden? 6 bis 12. Aber Stärke plus 1 und Kondition. Konstitution plus 1, gut. Das heißt, dieses Ding kann ich tatsächlich verkaufen. Das verkaufen wir auch. Das verkaufen wir auch. Das verkaufen wir nicht. 5 bis 20 Punkte Schaden ist nicht schlecht. So, Revolver verkaufen. Bei dir brauchen wir gar nichts reparieren. Ah doch, die Schuhe. Gib mal die Schuhe her. Immerhin, er kauft dieses verfluchte Zeug auch ab. Da bekommen wir auch was. Oh, warte mal. Mystic Greatsword? Wieso sollten wir uns das nicht behalten? Das müsste doch eigentlich besser sein als die meisten Sachen, die wir haben. 4 bis 16 Schaden. Nicht schlecht. Das sollte man vielleicht dem Gar geben. Oh, das wird auch kaufen. Das ist ja interessant. Der kauft wirklich alles. Sogar die Pagan Gods. Die Dinger könnten echt viel Geld bringen. Wenn wir sie den richtigen Leuten anbieten. Na gut. Aber bevor wir jetzt weitermachen.
warte mal, das könnte man ja auch verkaufen. Obwohl auch das glaube ich, dass das woanders mehr bringt. Schauen wir mal, ob er die Blumen auch kauft. Gar, was sagst du? Ja, dachte ich mir. Dass das besser ist. So. Verkaufen wir noch mehr? Nein, die Blumen kauft er nicht, aber das Blattl immerhin. 50 Coins dafür. Kommt mir relativ wenig vor für das, was es kann. So, jetzt schauen wir mal nochmal das Inventory durch. Die ganzen hinnigen Sachen. Juka, was hast du noch Zeug? Okay. Juka ist nackt jetzt kurzfristig. Das ist ein nackter Ogre. Can you fix something for me? 32, na gut. 7 ist auch okay. 18, bitte soll sein. Ach, die Schuhe haben wir gesagt. So. Oh, die Robe ist schon ziemlich hinüber. Handschuhe sind auch schon ziemlich hinüber. Mach schon was an. So, dann gehen wir das den Leuten wieder. Kriegst du Schuhe? Du kriegst das und das. Und du kriegst das. Das. Und ich sehe gerade. Wir haben dann noch Zeug zum Verkaufen. Finde ich gut. Puh. Ach, das gibt es wahrscheinlich wirklich irgendwo, kannst du es besser verkaufen, aber um ehrlich zu sein, bis ich den finde, der das teurer kauft. Sind schon viele, viele Monde vergangen. Und so haben wir. Also diese zwei Blumen können wir noch weghauen und vielleicht ein oder zwei Lavasteine auch. Na gut, egal. Das haben wir jetzt noch weg und dann. Machen wir für heute wieder Schluss. Achso, das hätte ich auch verkaufen können. Ich weiß nicht genau, wozu ich das noch brauche. Ich bin fort mit euch Blumen. Okay. Gut, Herrschaften. Für heute machen wir wieder Schluss. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.